rascheln, sitzen hinter Schränken, unter Teppichen, in Rollladenkästen und verbringen ihre Zeit damit, absonderliche Geräusche zu erzeugen. Wenn es in der Wohnung knarzt, knackt oder schabt, kann es sich nur um das nervöse Wispern der Rascheln handeln. Wer die Rascheln als eine Art Teppichfloh ansieht, hat keine Ahnung. Rascheln nämlich kauern in Löchern und Ritzen und wetzen ihre Krallen. Mehr ist nicht. Einmal jedoch verlassen Rascheln die Verstecke, denn es handelt sich um eine Art umgekehrter Vampire. Wie Vampire treten Rascheln nachts in Aktion. Vampire brauchen Blut. Gierig hauen sie sich in die Haut und saugen es auf. Rascheln dagegen leiden unter Blutüberschuss, eine fiese Gabe der Natur. Sie platzen fast vom Blut, das sie unablässig produzieren, und warten ungeduldig auf die Gelegenheit, es loszuwerden. Sobald sich nun Menschen schlafen legen, bleibt es nicht aus, dass Körperteile aufeinander liegen, der Schenkel auf dem Knie, die Backe auf der Hand, die Nase auf der Schulter oder ein Ohr wird eingeklemmt. Die Stunde der Rascheln ist da. Tritt nun der Mensch ins Land der Träume über, quetschen sich die Rascheln zwischen Haut und Haut, gerade wo es am engsten ist. Die Krallen wühlen sich vor und ritzen feinste Spalte ins menschliche Gewebe. Die Raschelleiber beulen sich wie prall gefüllte Luftballons, auf die getreten wird, die schließlich explodieren. Die Rascheln sind froh und sterben. Ihr Blut verschwindet in die Kapillaren. Wir drehen uns um und schlafen weiter. Rote Flecken auf der Haut nach einem Nickerchen?